can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crown when you should be with me instead? Yo, was geht ab? Kamera, mach nicht so. Herzlich willkommen zu einem neuen Daily Unessa Vlog. Ich bin jetzt wach, es ist Freitag. In letzter Zeit stehe ich immer echt früh auf. Ab morgen wahrscheinlich nicht mehr, weil ich heute Nacht arbeiten bin, aber okay. Ja, ich bin jetzt wach, ich werde jetzt Sport machen und zwar Level 4. Ich habe es ja diese Woche erst einmal gemacht. Gestern hatte ich keine Zeit, aber heute geht's weiter. Und ich fange jetzt mal an. Fertig. So, jetzt gibt's auch endlich mal wieder Frühstück. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal richtig gefrühstückt habe. Ich glaube in Paris. Ich habe mir Eiweißbrötchen gemacht mit, da ist so Sandwich-mäßig drauf und Fleischwurst. Und ein Cupcake von Jim Queen in Triple Chocolate mit so Low Carb Marshmallows. Und einem Löffel Weiß Quinella, was ich immer so in die Mitte mache, weil da ist immer noch so ein bisschen flüssig. Und ein Wasser aus meinem Miau-Becher. Und das esse ich jetzt. So, wow, es geht bei meinen Haaren. Ich habe sie gerade geföhnt. Ich werde mich jetzt fertig machen, werde mich jetzt anziehen. Und was mache ich dann? Dann muss ich zur Bank, dann muss ich einkaufen. Dann habe ich einen Termin. Ich weiß nicht, wie lange der gedauert. Danach komme ich wahrscheinlich noch mal kurz nach Hause. Und dann fahre ich zu meiner Oma ins Krankenhaus. Und dann muss ich noch einige Dinge zu Hause machen für morgen. Wenn ihr das Video seht, wisst ihr ja schon Bescheid. Dann kann ich ja jetzt in dem Vlog schon sagen, was abgeht. Oh, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Der kommt ja online, wenn das Video schon online ist. Für morgen. Also, es ist dann bei euch jetzt nach 18 Uhr, wenn ihr das seht. Um 12 Uhr kam ein Video online, wo ich euch etwas zeige, was ich besitze, was ihr auch besitzen könnt. Und zwar das. Ich habe eine eigene App. Das ist die Unessa App. So sieht sie aus und das ist mega cool. Ich zeige euch das mal. Moment. Also, falls ihr es in meinem Video noch nicht gesehen habt, so sieht sie aus. Ihr seht da meine ganzen Instagram-Beiträge, meine YouTube-Videos. Die könnt ihr auch direkt in der App angucken. Ganz einfach. Dann habt ihr hier meine Social-Media-Seiten. Und da kommen auch noch ein paar coole Features. Das dauert auch gar nicht mehr lange, bis bald ein neues kommt. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und das ist halt super cool. Ihr könnt hier zum Beispiel Feedback geben, wie ihr das hier schon seht in der Form. Und das ist halt das mega coole. Ihr könnt Audio-Feedback geben, Foto, Text und Video-Feedback. Und ich würde so super gern das Feedback, also das dazu nutzen, dass ich Fragen- und Antwort-Videos drehe, weil ich das richtig cool finde. Dann könnt ihr mir einfach Sprachnotizen, Fotos, Videos, was weiß ich was schicken. Und ich mache dann da so ein Format draus. Ich hätte mir das jetzt so überlegt, dass ich vielleicht in den Vlogs weniger Kommentare vorlese und das dann dadurch über die App mache. Ich habe auch vor, in der App Verlosungen und sowas zu machen. Also ich glaube, das wird ganz cool. Da könnt ihr mir mal gerne schreiben, wie ihr das cool fändet. Also ob ich weniger Kommentare vorlese und dafür einmal die Woche oder einmal alle zwei Wochen so ein Fragen- und Antwort-Video mit der App quasi mache. Und ob ihr das in einem Vlog haben wollt oder als richtiges Video. Aber das würde ich dann wahrscheinlich nicht alle zwei Wochen machen, sondern einmal im Monat oder sowas. Man könnte es ja einmal im Monat zum Beispiel auch als richtiges Video machen und dann nochmal im Monat, also dann ne, zwei Wochen danach oder so, in einem Vlog oder so. Könnt ihr mir gerne einfach mal schreiben, wie ihr das findet oder was ihr noch für Ideen habt, was man da machen kann oder so. Schreibt mir einfach mal eure ganzen Gedanken zu dem Thema in die Kommentare und wie ihr das findet und ob ihr euch die App schon gedownloadet habt. Ah, ich freue mich so sehr darüber, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und jetzt mache ich mich auf den Weg und wenn ich zu Hause bin, mache ich alles fertig, damit das morgen alles online geht mit der App. Und ja, ich musste halt noch ein bisschen was vorbereiten und machen und für das Video und so weiter und so fort. Aber jetzt muss ich erstmal meine anderen Termine erledigen. Bis gleich. Das hatten wir auch noch nie, Freunde. Ich hatte jetzt gerade einen Termin im EMS-Studio und bin jetzt gerade allein. Jetzt
mache ich hier noch ein bisschen klar Schiff und dann verpiesel ich mich auch schon. So, wenn ihr das Ganze nicht mehr kennt aus meinem Video, Stut, ich zeig euch was. Was mir ein bisschen unangenehm ist, aber okay. Das bin ich. Also wenn ihr auch Bock habt, die Stoffwechselkur zu machen, wisst ihr Bescheid, ne? Meldet euch und so. Und jetzt gehe ich schnell nach Hause. Hallo, ich bin jetzt endlich wieder zu Hause. Ich war ja heute Morgen unterwegs einkaufen und so einen Spaß. Dann hatte ich einen Termin. Dann war ich kurz zu Hause, dann war ich im Krankenhaus. Dann habe ich gerade noch spontan einen Termin reinbekommen, was jetzt nochmal über eine Stunde gedauert hat. Jetzt bin ich zu Hause und muss jetzt erstmal was essen, weil ich so Hunger habe, weil ich ja heute Morgen nur gefrühstückt habe und es jetzt schon relativ spät ist. Und dann muss ich ja noch einiges für mein Video morgen machen, beziehungsweise was damit alles zusammenhängt. Und wollte eigentlich heute noch, ich muss um 10 arbeiten, und wollte eigentlich vorher noch ein Video drehen. Eigentlich wollte ich mich auch hinlegen, weil ich nur 3 Stunden geschlafen habe, aber das können wir schon mal direkt vergessen. Also ja, ich wollte noch ein Video drehen. Wenn ich das heute nicht schaffe, mache ich es morgen. Aber ich hoffe, ich schaffe es heute. Doch, ich denke schon, dass ich das heute schaffe. Hallo! Oh, hallo, Bibi. Yuki. Ich bin so froh, dass ich noch was von dem Auflauf habe, ne? Weil ich hätte gar keine Zeit jetzt gehabt zu kochen. Oh. Ja, auf jeden Fall mache ich mir den jetzt warm. Und habe so Hunger und freue mich richtig darauf. Und dann werde ich hier noch meine Arbeit erledigen, mich schminken, Video drehen und arbeiten gehen. Arbeit, 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 Arbeit. Arbeit nervt. Ja, von nichts kommt nichts, Freunde, nicht wahr? So ist es, so ist es. Jetzt warte ich, bis mein Essen fertig ist. So, Freunde, wie ihr seht, ich bin geschminkt. Ich habe auch gerade mein Video gedreht. Und jetzt mache ich mich auf den Weg zur Arbeit. Yeah. Und ich bin so müde und ich habe hier so einen Pickel. Immer noch. Nein, der war alt, der ist neu. Ja, ich bin so müde, ich habe nur 3 Stunden oder so geschlafen. Aber egal. Los geht's. Könnten Sie bitte vor meiner Jacke gehen? Die muss ich jetzt anziehen. Entschuldigung. Bitte. Hallo. Bitte. Runter. Danke. Hallo. Ah, so, erstmal Internet suchen. Ah, Mann, 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 Mann. Ja? Tobi hat eine neue Frisur. Er sieht noch jünger aus, als er ist. Ich hab Max. Naja, dann gucken wir uns nochmal Kommentare an. Was anderes darf ich nicht machen. Und das habe ich gerade weggeschickt. Die ist irgendwo da. Ich muss mal lieber öfter kontrollieren, dass ich auch filme. Das riecht das ganz schön übel, so weiß. Aber in dem ist halt so. Ja, guck mal, Vanessa hat gerade zu mir gesagt, ich soll mich beeilen, weil gleich die Musik angeht. Aber Lea Rachel schreibt ja, dass Lea Rachel sagt, das ist so. Deswegen komme ich. Die hat das kommentiert. Ich habe das nicht aufgemacht. Ja, wo haben wir stehen geblieben? Ach ja. Ich weiß nicht, was ich gerade gesagt habe. Aber immer mit der Musik. Okay, Lea Rachel, ich werde mal dir darauf vertrauen, dass es jetzt schon offiziell, also dass es jetzt schon aktuell ist. Ansonsten wird mein Vlog halt zensiert. Und die Magdalena fragt, ob Vanessa aber immer ein neues Intro macht. Das kann ich nicht beantworten. Aber es ist immer relativ aufwendig. Deswegen würde ich sagen, das kann bestimmt noch dauern. Ach, guck mal. Das war's schon. Das ist ja unglaublich. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich kommentieren soll. Alte Videos, nein, das kann ich nicht. Hat's ja schon. Dann gucken wir mal, was Vanessa macht, um sie ein bisschen zu nerven. Hast du der Kamera zugezwinkert? Ja, so sah das aus. Dass du immer noch nicht diesen Knopf findest zum Aufnehmen. Ich finde den nicht. Ich weiß nicht, wie das ist mit der GEMA. Wir probieren es aus.
Wenn nicht, dann ist das so. Nein, das wollen wir nicht. Dann wäre aber, ich habe auf die Kommentare vertraut. Ich berufe mich auf die Kommentare. Okay. Aber hör trotzdem lieber auf. Dann ist egal, ne? Ja, dann wird... Hallo Leute, ich bin jetzt wieder zu Hause. Oh, ich kann nicht mehr, ich bin so müde. Ich gehe jetzt schlafen. Also erst abschminken und so und dann schlafen. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.